Na, hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil. Ich bin Schuss05 und, ja. Ja, hier ist immerhin mal Safe Haven. Und hier stört uns zum Glück auch keiner. Zumindest noch. Ich meine, hier ist schön. Hier gefällt's mir. Und ich muss ja sagen, ich vermisse irgendwo die fucking Spencer-Menschen gerade schon. Weil, sagen wir mal ganz ehrlich. Da fehlt in der Spencer-Mansion fehlt uns immer noch ein Schlüssel. Immer noch der Helmchen-Schlüssel. Oder ich glaube sogar... Oder zwei? Weiß ich gerade nicht. Fucking disgusting! Du wirst nicht zu einer Crimson Spider, oder? Oh, ist die eklig. Oh! Ohne Öllampe nie angezündet. Kann ich ändern. Ein sonderbarer Schatten schwebt im rötlichen Licht. Kann nur bedeuten. Oh, kann das Ding mal aufhören, durch die Gegend zu gaschen? Oh, seht ihr scheiße eklig aus. Vergiftet? I'm what, Mike? Kann man dann... Moment, kann man an Vergiftung sterben? Bitte sag mir, man kann nicht an Vergiftung sterben. Na, ich hab blaues Kraut, blau-grünes sogar. Oh mein Gott, deswegen ist ja also... Erstmal... Und Warnung. Alter, ich hab einiges eingesteckt. Okay, warte mal. Dann machen wir das jetzt mal wie folgt. Wir haben immer noch das doppelt grüne. Das packe ich jetzt mal weg. Das ist ein grünes, das ist das rote. Wir kombinieren jetzt mal dich. Dann haben wir ein grün-rotes und noch ein grünes. Dieser harmlos. Die sah disgusting aus. Und die... Ich hole mir gleich noch ein blaues. Das erklärt auch, warum so viele blaue Kräuter hier rumpimmeln. Oh. Nee, aber jetzt mal... Ganz, ganz krass gefragt. Kann man durch Gift sterben? Oder setzt es nur einen quasi auf Null und dann... you day next hit. Die sehen so eklig aus. Kamera, bitte arbeite mit mir. Danke. Okay. You dipshit! Oh, okay. I will send you a box. I tell ya. I will send you a motherfucking box. Alter, das... Hier. Fucking asshole. Mach das Loch zu. Du kannst das noch weiterschieben, Jill. Danke. Ja, das hast du nur davon. Das hast du nur davon. Natürlich. Tentakel. Why not? Ne? Hier ist ja nichts Nützliches zu geben. I don't trust this shit. Das ist ein ziemlich langer Raum. Ein Artikel ist das zu enthalten. Tür ist verschlossen. Galerie. Galeria Kaufhof. 02. Residenz. Oh. Ach du Scheiße, das ist ein
kompletter Raum nochmal in sich. Ja, Mensch, why not, ne? Wir haben die Karte Residenz. Da ist ein Loch in der Wand. Ach ja. Ach ja, warum musste ich auch durch? Ja, kann ich mal aufhören, von irgendwelchen widerlichen Sachen angegriffen zu werden? Vielen Dank. Ich musste ja durchgucken, ne? Ich musste ja durchgucken. Also, Zombies habe ich ja noch ganz verstanden. Ne? Du schon wieder! Oh! Oh! God fucking damn it. Oh! Was ist das denn? Anzeige für einen Wettbewerb im Armdrücken. Der Sieger wird einen ganzen Tag zum Boss der Polizei von Raccoon ernannt. Shotgun Shells. Also langsam wird es mir sogar gemütlich werden, dass ich mit der... Rotes Buch? Grüne Öllampe. Warte mal, da liegt noch was. Oh! Erste Hilfe Kasten. Bandage with blood. Mit Einband. Dann mach auf. Buch mit roten Einbandseiten sind leer. Dafür eine besondere Verwendung. Ich habe ja so eine ganz blöde Vermutung. Oh, die Musik macht sich auch nicht besser, ne? Sends me chills, dein Mausbein. That's some ass! Ja. Ein paar Billardkugeln. 2, 3, 4, 5, 6. Drei Fallschreien können Bedeutung zu haben. Aber. Ja, aber. Oh ja, dich habe ich gesehen. I saw you, fucking dipshit Spider. Gav! You dead son! Wenn es so weitergeht, muss ich auch bald hier mit der Pistole, mit der Shotgun rumrennen. Ha. Rundenseiten sind leer. Gibt es dafür eine Verwendung? Ja, und ich glaube, ich sehe sie direkt vor mir, you know. Lampe scheint rötlich. Ist das nicht unheimlich tödlich? Offenbar nicht. Vor allem, dass die Viecher noch so immer so... Ja, Vieh, du läufst aus. Ich meine, ich kann sie anzünden. Sonderbar Schatten gewebt im grünen Licht. Was könnte das bedeuten? Auch nicht. Bin ich vergiftet? Das wäre also irgendwo doof, das... Meine Güte, das muss nachher irgendwer sauber machen. So, Leute, gute Nachrichten. Ihr kriegt den Butt nochmal wieder. Hier. Was haben wir denn hier? Sommerschatten gewinnt im orangenen Licht. Auch nicht. Ich hätte ja gedacht, dass es damit was zu tun hat, aber offenbar nicht. So nach dem Motto, dass es eine gewisse Tinte ist. Huh, offenbar nicht. Alter, und dann klebt die... Wieso hat die mich nicht angegriffen vorher? Und hing da einfach ab. So nach dem Motto, ja, someday I will fucking annihilate someone. Wann es jedoch so weit sein wird, wird niemand erfahren. Oh, Twitch, bitte ban mich nicht. Ich meine, ich renne mit Jill rum.
Ist das nicht Aussage an sich schon genug? Okay, warte mal. Erstmal muss ich was gegen meinen gesundheitlichen Status tun. Der ist nämlich gerade nicht so doll. Sekunde. Ich habe ja noch ein... Ich habe ja noch dieses Doppelgrüne. Oh, much better. Dann kann ich auch die Shotgun-Munition einmal... Alter, ich habe 27 Schuss aktuell für das Ding. Den rotes, ein leeres Buch. Ich habe das Gefühl, mein Dings ist gar nicht so weit entfernt. Meine Theorie. So. So far, so good. Immerhin, ich meine, hier ist ja Kerosin, nur was mich halt verwirrt, ist die Tatsache, dass hier Spinnen sind. Und Spinnen, ja, sind keine Crimson Heads. Die können nicht, die stehen ja nicht wieder auf. Glücklicherweise. Sind die Bienen jetzt noch da? Ich musste ja fragen. Sind offenbar genauso hartnäckig wie alles andere. Gut, ich muss da... Oh, könnt ihr mal aufhören, an sowas zu sitzen? Das ist echt disgusting. Und hinter mir ist an sich eine Horde Killerwespen. Did I fuck up? Jill. Barry! I heard someone talking. Oh, you heard. I think age is starting to take its toll. Talking to myself is becoming a bad habit. Talking to yourself? You all right? Wie bist du hierher gekommen? What's gotten into you? I'm getting you worried, aren't I? But don't, I'm all right. I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, I think I'll go outside, get some fresh air for a change. Ich würde da nicht rausgehen, das sind Killerbienen. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. Nette Lippensynchro. Ich meine, ich wusste nicht, dass Barry Bauchredner ist. Außerdem klang das nach was... Oh, oh, oh. Warte mal. Nee. Nee. Ja, schau mal einer, guck. Hier gibt's nichts Besonderes. Da sehe ich doch was. Bericht zu Pflanze 42. 4 Tage sind seit dem Unfall vergangen. Pflanze Punkt 42 wächst noch einmal erstaunlich schnell. Obwohl viele Aspekte dieser Pflanze unbekannt sind, wissen wir, dass der T-Virus im Vergleich zu anderen Pflanzen eine deutlich stärkere Wirkung auf sie hat. Der T-Virus hat sowohl Anatomie als auch die Größe der Wirtspflanze grundlegend verändert. Sounds disgusting. Der derzeitige Zustand haben den Rückschlüsse auf seine übersprüngliche Form nicht mehr. Nicht erwerden kommt ihm gleich. Wir haben festgestellt, dass diese Pflanze 45 zwei Quellen der Aufnahme der erforderlichen Nährstoffe hat. Eine Quelle, die sind die Wurzeln, anscheinend sind die Wurzeln im Keller vorgedrungen. Keller. Keller ist meistens der Ort des abnormal Bösen. Unmittelbar nach dem Unfall verlor ein Forscher den Verstand und zerstörte den Aquaring. Seither stehen der Keller unter Wasser. Okay, das ist ein zweites Problem, aber ich hab eine Kurbel! Es kann bestimmt... Dann wahrscheinlich ist seine Chemikalie im Wasser enorme Wachstum der Pflanze 42 begünstigt. Sie können diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. This sounds like fun. Das erklärt auch, warum ich von Tentakeln angegriffen werde. Ein zuleinender Teil der Pflanze 42 an der Decke des Erdgeschosses entdeckt. Und überzeugt, dass sie Erdgeschoss durch die Belüftungsschächte erreichen und sehr lange Schlängen ragen. Ach ja, geil. Wir nennen es die Schlinge zu einer Methode zur Nährung. Wenn 1442 ein Opfer waren, dann fängt sie mit den Schlinge an, dann fängt sie mit den Saugern. Das erklärt diese Tentakel.
Romanze zeigt auch Intelligenz. Okay. Beim Fangen von Opfern oder Ruhestandsschlinge, um mögliche Eindringlinge festzuhalten. Oder bereits im Flas. Warte, was? In und schlingen sich um die Tür, um mögliche Eindringlinge. Achso. Also bereits eine Reihe anderer Wissenschaftler haben zum Opfer gefallen. Berichte der Überlebenden weisen eine Gemeinsamkeit auf. Wenn die eigenartig klappen, wenn freilegen, wird der Pflanze deutlich aggressiver. Klingt nach Spaß. Zeuge Eindruck, dass die Pflanze verteilt versucht. Der Gründe des Verhaltens sind noch unbekannt. Henry Sarton. Ja, Mensch. Hat Barry mir wieder irgendwas zurückgelassen? Moment. Ich habe den Raum gar nicht gesehen gehabt. Residenzschlüssel. Oh. Wasser leckt aus dem Behälter. Man nennt es Klogel. Oh fuck. Nice aim. Okay, get tasered. Du lebst ja immer noch. Du bist echt ein aufdringlicher Penner. Ich gehe jetzt mal ganz davon aus, dass ich nicht mehr ins Bad muss. Deswegen lasse ich dich hier. Nee, Unkrautvernichter haben wir nicht mehr. Das ist das Problem. Jetzt haben wir einen Residenzschlüssel. Frage ist, wofür der uns... Wofür ist der gut? Mein Residenzschlüssel, ist der jetzt für alle Räume hier? Weil wenn ja, dann haben wir hier eine Menge Räume auf einmal wieder zur Verfügung. Ihr Mistbiester! Ich sag euch, wehe. Okay, nee, ich bin noch im guten Bereich, von daher. Tür ist verschlossen. Steht Galerie. Okay. Ich weigere mich. Ihr haltet mehr als einen Messerschlag aus. Deswegen weigere ich mich, gegen euch zu kämpfen. Nee, geh einfach so rüber. Wir gehen einfach den Weg. Wie? Du Mistvieh! Okay. Okay, du hast es ja nie anders gewollt. Dann muss ich also die Kiste auch schieben. Was ich nicht kann. Aus irgendeinem Grund. Wieso kann ich hier... Alter. Oder kann ich die hier schieben? Nö. Hä? Es ist unmöglich, an dem Ding vorbeizukommen. Oder muss ich das... Hä? Mei, ich nehme dadurch sogar Schaden und das nicht mal wenig. Okay, der Schlüssel hat eine einmalige Benutzung. Das finde ich auch okay. Also von daher. Oh, Keller. Es ist, by the way, nicht unmöglich. Nee? Nee, du hättest die Kiste nur genau auf das Loch schieben sollen. Hab ich doch, aber das sind zwei Löcher. Nein, da sind zwei Löcher. Und der hat auf jeden Fall den Sack dicht. Der hat echt die Schnauze voll. Ich kann sie ihm nicht verübeln. Was zur Hölle? Eine Pussywaffe. Selbst... Oh nein. Oh nein, sowas möchte ich nicht lesen. Ich musste es tun. Wir rannten von den Dingern weg und halfen einander zu überleben. Dann entwickelte der Roboter Symptome. Ich musste es tun. Diese verfluchten Dinger sind bösartig. Gab keine Alternative. Meine Lage hätte er selbst getan, nachdem er ihn erlöst hatte. Muss er im Bad zurücklassen. Nun bin ich wohl der Letzte. Das erklärt so. Eieiei. Wie konnte das geschehen? Ich werde mir die Arbeit in meinem Projekt immer vorwerfen. Aber ich werde meine Strafe erhalten. Aus diesem Irrenhaus gibt es kein Entkommen. Ja, einer steht fest. Ich brauche nur den nötigen Mut. Es ist viel unvollendet lassen, aber ich bedauere sehr. Das ist besser von dem... Bitte verstehen, dass wir Menschen werden. Auf der Rückseite ist eine Nachricht.
Linda, bitte verzeih mir. Was zur Selbstverteidigungswaffe? What? Eine Selbstverteidigungspistole. Eine 22er Magnum. Moment, ein Schuss wurde abgegeben, zwei Patronen sind aber noch drin. Du wirst mich gleich scaren, wa? Ich meine, du hängst da so ab. Ich bin fast tot an sich. Ja. Der ist im Bad. Sekunde. Dafür ist mir mein Status gerade zu kritisch. Sekunde, das mache ich noch. Er meinte, sein Kumpel ist im Bad. I don't take any chances now. Das ist eine Magnum. Das sieht zwar aus wie eine Derringer, also mehr so eine, ich nenne sie mal jetzt gerade aus dem Halt Pussywaffe. Aber I don't take second chances. Nachdem ich das letzte Mal gedacht habe, Mensch, dann über große geben mein Tentakel auszuweichen. Ah, okay, also es geht irgendwie. Ja, gut. Ist auch Wurst. I don't trust this shit. Ich meine, ein Schuss wurde abgegeben. Ich hoffe, der Kerl hat sich in den Kopf geschossen. Okay. Was war das? Oh, das war der Kerl da draußen. Brr, 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 brr. Da ist ja was in der Badewanne. Ich kann ihn hier anzünden. Just in case, mein Freund, nichts Persönliches. Kontrollraumschlüssel. Ja, der wäre mir wahrscheinlich noch entgegengekommen. Und der da draußen ist jetzt auch noch da. Der ist vom Seil gepumpelt. Wo ist der? Fuck! Nur ist Ruhe. Okay? Nur ist Ruhe. Ei, ei. Okay, gut. Der ist hinüber. Okay, jetzt haben wir noch einen Schlüssel. Warte mal, was war das jetzt? Kontrollraumschlüssel. Wo ist denn hier ein Okay, da unten im Keller vielleicht noch. Da können wir nochmal hin. Ach, wer weiß, wann wir den noch brauchen. Aber gut. Das soll's dann auch fürs Erste heute gewesen sein. Hier schauen wir uns dann das nächste Mal genauer um. In der Hoffnung, dass Pflanze 42 uns mit seinem Hentai nicht allzu sehr vermöbelt. Werde jetzt wahrscheinlich nur nochmal speichern und dann. Ja, den werde ich erstmal behalten. Selbstverteidigungswaffe. Ist nicht eine Magnum ein bisschen Overkill dafür? I mean, seriously. Das ist eine Magnum. Die knallt ganz schön. So. Einmal so. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye.